Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Voidlands. Ich wollte schon Borderlands sagen. Gut. So, letzte Runde haben wir den komischen Priester getötet. Und an sich muss ich das alleine machen, weil... Ah, da ist ja unser altes Auto. Alleine machen, weil... Oh Gott. Weil unser Team war ziemlich, ziemlich dämlich. Oh nein. Boom. Naja, auf jeden Fall, holen wir uns jetzt die, ach den, das Santa Blanca, ich meine, das, kann ich Licht ausmachen? Das fällt nicht auf, aber wenn ich in ein Auto von denen, bei denen vorbeifahre, dann erkennen sie uns. Okay, aber wir sind cool. Okay, wenn du das sagst, dass wir cool sind, danke. Genau, aber ja, egal. Aber mitten im Weg, mitten im Wald, meine ich, zu fahren, das fällt nicht auf. Gut, nochmal ein Kreuz. Passt auf, wir haben Feindaktivität. Ach so. Jo, zwei Kartellschützen. Ja, ich sehe alle. 2, 4, 6, 8, 10. Gut. Gut, dann holen wir mal wieder unsere Pistole raus. Das wird jetzt wieder schwer, weil die stehen wieder gegenüber. Das heißt, wenn ich den eliminiere... Schieße! Alle bereit? Feuer! Verstanden. Du Scheiße, Granate, Zivilist getroffen! Granate, Granate! Das war sehr erfolgreich. Das war's. Bis zum letzten Mann gekämpft. Aufgeben gehört wohl nicht zu Ihrem Wortschatz. Scheiße, wir haben einen Zivilist gekillt. Oh Mann. Sorry. Scheiße. Shit. Gut, dann holen wir uns kurz die Unterlagen. Ja, das ist da vorne. Oh Mann. Okay, also das gibt ja dann ein schlechteres, schlechteres Ende, glaube ich, wenn wir die ganze Zeit. Du warst jetzt wie lange auf der Santa Muerte Pilgerreise durch Espiritu Santo? 7 Tage von 10, Perico, der Trip ist sowas von geil, so viele Goldstatuen, why? Woher denn der Sicario wie du die Zeit für Urlaub von der Ballerei, way? Male, der Santera gibt uns Zeit zum Pilgern und ich sagte ihr, dass Mima mal krank ist und sie nannte mir die Opfer, die ich unterwegs bringen muss. Deine arme Mama, Wei. Was hat sie denn? Sie hat Krämpfe. Es ist echt übel. Meistens muss ich Tabak oder Coca opfern, manchmal auch einen Schluck Gin. Aber bei einer Statue nahe dem Heiligtum soll ich eine tote Fledermaus opfern, sagt La Santera. Abgefahren, Wei. Zielopfer finde ich etwas unheimlich, aber solange es cool für dich ist... Hey.
Geräuschminderung. It is. Was findet, also was haltet ihr eigentlich von der Einstellung? Also, von der Einstellung, dass man sagt, ja, solange es für dich okay ist, ist es für uns auch okay. Also, ja, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, weil, also momentan ist es ja, also in der Gesellschaft, ist ja meistens so, ja, keine Ahnung, so eine, wie nennt man das? Also, so ein, Feindaktivität. Ja, ich weiß. So eine, Setze Drohne ein. Eben, also so eine, da ist noch ein Tango und das macht drei. So eine Einstellung, dass, so ja, jeder soll, also solange jeder solange jeder jeden irgendwie Roger, in Ruhe lässt und nichts kaputt geht, so ungefähr, ist alles in Ordnung. Gut yeah. gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Und ja, jetzt wir ist halt meine Frage, wissen, wie steht ihr dazu? Sie also, uns später danken. Ich meine, an sich ist der Gedanke ja gar nicht falsch. Also quasi, ja, wenn du niemand anders schadest, dann ist es gut. Aber, ja, ich weiß nicht. Also, ich tue mir schwer damit. Also, klar, es ist in Ordnung, wenn man diese Einstellung hat, niemanden zu schaden. Aber ich meine, wenn man das so bei seinen Kindern, sag ich mal, also jetzt als Vergleich, bei seinen Kindern anwendet, dann werden die sehr, sehr viele Fehler machen. Wisst ihr, was ich meine? Also, wenn man die nicht mit einem kleinen Klaps, also jetzt nicht, schlagen oder so, sondern halt, zum Beispiel, ja, wenn du auf die heiße Herdplatte greifst, dann ja, wirst du dir wehtun und so weiter. Und quasi, wenn man das, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie ich das meine, weil wenn man jeden so leben lassen würde, wie er es für richtig hält, beziehungsweise wie es für ihn gut ist, und er tut auch niemandem was Böses. Aber die Frage ist, ob das wirklich das Beste für uns ist. Also, Feindaktivität. Es ist auf jeden Fall ein sehr schweres Thema. Und Feind gesichtet. Hab noch einen Tango. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Und auf jeden Fall würde mich sehr eure Meinung dazu interessieren. Also ob ihr auch so denkt, quasi, dass quasi vom Prinzip her, wer bin ich, der anderen Personen was verbieten soll? Oder seid ihr der Meinung? Scheinbar hat der Santa Muerte-Kult des Kartells sie vertrieben. Ja, schön. Oder seid ihr der Meinung, dass es manchmal Verstand. Sinnvoll ist, Position, keine Verbote oder so, oder Ziel, das Ziel. Bin schussbereit. So, zu na? Also Verbote und Strafen, sag ich mal, jetzt ganz böse gesagt, zu verhängen oder so. Ich habe zwei Sicarios. Sag mir wo. Neben dem Container, siehst du? Nö, nicht in Sichtweite, aber du hast sie ja mit deinen Adleraugen gesehen. Die Adleraugen, die hier funktionieren, aber nicht, wenn ich sage, tötet den und den. Okay, alles gut. So. Ja, auf jeden Fall würde mich das sehr interessieren, was ihr dazu sagt oder denkt. Ich bin da, wie schon gesagt, ein bisschen zwiegespalten. Guten Tag.
Du Mixer. Ihr Leutnant verpisst sich. Ja, das ist mir doch egal. Greife jetzt an. Hä? Egal. Ich habe nicht gecheckt, dass der in meine Richtung geschaut. Ah, Scheiße nochmal! Gut. Hier reicht's. Ich gehe jetzt zum Stern. Und dann Helikopter und dann ciao. So. Dann schauen wir mal. Lautlos laufen. 43.000. Da brauchen wir ja nur noch 40.000. Easy. Shoot. 300 Autoschild. Explosionswiderstand entdecken. Erschwert die... Ah, das ist ganz gut. Ja. 3.300. Ja. 6.000, ja. 10.000. Ja, okay, das ist jetzt auch nicht so... Fahrzeugzerstörung. 1.500, Granatenwerfer. Munitionskapazität ist natürlich auch immer ganz, ganz praktisch. Verbesserter Schalldämpfer. 6.000, das haben wir bald. Das ist super. Drohne, Markierungsbereich, 120% Effizienzerhöhung. Ist ganz gut, aber mache ich nicht, weil ich den Schalldämpfer haben will. Reduziert die Drohnen-Ding. Autoschild, das hatten wir gerade. Splittergranate, Mine, Wärmebild, Ablenkungskörper. Ist eigentlich auch ganz cool. Truppenwiderstand. Wiederbelebungstempo. Geborener Anführer. KI-Kameraden töten effizienter. Ja. Das da und das da. Also wir brauchen mehr Futter. Gut, dann machen wir das. Santeras Kult finanziert sich mit dem Gold von El Sueño. Zerstören Sie die Goldverstecke. Vielleicht können wir ja so seinen Glauben an den Kult erschüttern. Easy. Hoppa. Gut, dann gehen wir mal auf Goldrausch. Goldraub. Rausch. Raub. Rauschi-Raub. So. Ihr kommt zu mir. Alles sauber hier. So, dann machen wir mal das gleiche saubere Spiel wie davor auch. Unidad Heli, unten bleiben. Hinter uns? Oh, der ist blind. Finden Sie das nördliche Goldversteck. Gefunden, würde ich sagen. So, hier oben. Ah. Achso, nee. Das ist wieder genau dasselbe. Ich sehe ein zweites Ziel. Zwei Sicarios. Drüben bei der Sandsackstellung.
Sieht nach Kartell aus. Oh. Ein Kartell sollte niemals eine Goldmine besitzen. Hua, machen wir sie dicht. Das ist jetzt eine relativ... Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. Eine relativ große. Genau, unter uns. Genau. Da sind drei. Ich schau mal kurz, wenn ich die drei Vorderen töte, ob das jemand mitbekommt. Ich sehe 10. Na? Markier den doch. Danke. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Da sind noch zwei. Da ist einer. Da ist einer. Okay, das, ich zähle 15. Das ist ein Vogel. Also kein menschlicher. Hier ist ein Tango. Markiere Feind. Ich zähle 20 Gegner. Ich habe ein Ziel mit Maschinenpistolen. 20 Gegner, ne? Hübsch. Hübsch, hübsch. 20 Gegner. Dann ist halt die Frage, ob die das sehen. Ich befürchte schon. Wurde nicht gesehen. Ich will mal den ausschalten. Kann ich aber von hier aus nicht. Und wenn ich näher dran gehe, muss ich mit der Pistole das machen. Und da unten ist wahrscheinlich ein... ein Gefangener. In nächster Zeit ist keine Verstärkung zu erwarten. Okay, der Alarm ist aus. Ein Unidad-Vogel, aufpassen! Drohne fliegt. Okay, genau. Es sind 20. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Hier in diesem Gebäude sind noch ein paar. Feind gesichtet. Ziel gesichtet. Hier ist ein Tango. Ah, jetzt habe ich einen. Das sind auf jeden Fall ein paar. Das wird interessant.
das muss ich unten machen. Glaube ich. Also wenn ich es leise machen will, muss ich es glaube ich von nahen machen. Sieht aus, als hätten wir sie aufgescheucht. Mist, abgeflogen. Scheiße. Ihr Leutnant rennt weg. Hua! Na gut. Öffne Feuer! Vorher kam erst die hinter uns. Tango ist tot. Ach, wo warst du so lange? Verluste, reißt euch zusammen. Wir haben Verluste. Container. Vielen Dank. Wie hat er das überlebt? Granate fliegt. Die Ziele sind verdammt rar hier. Oh. Wir sind fertig hier drüben. Mann, sind die schlampig. Alter. Ja, aber hey, wir haben es geschafft. Ja. Du kannst da nicht hoch. Okay. Egal. Unidad Heli, unten bleiben. War sehr unsauber. So. Hui. Sehr, sehr unsauber. Stehen wir jetzt noch nicht. Sondern holen uns jetzt. Ah, Dokumente. Was ist das aus? Puh, war auf jeden Fall spannend. Oh.
Wer macht diese Häuser? Von innen keine Treppe nach oben. So ein Schmarrn. Hi, Karen. Wir haben kürzlich einen Haufen Koks aus Bolivien rausgebracht. Das Kartell hat Dienstag 5 Tonnen nach Sao Paulo geschafft. Alter. Mein Anteil war etwas über 2 Millionen Dollar. Ich werde scheißreich hier. Und wenn ich bedenke, wie wenig sich Onkel Sam um mich kümmert, muss ich mich immer wieder daran erinnern, warum ich das hier eigentlich mache. Als ich 16 war, hat mein Bruder Pete sich eine Überdosis Heroin gespritzt und ist an seinem Erbrochenen erstickt. Kann man jemandem ohne großen Bruder nur schwer erklären. Als ob dir der Boden unter den Füßen wegbricht und du fällst und fällst. Ich will nicht, dass das einem anderen kleinen Bruder passiert. Weißt du, so viel zu Motivation. All das Gute, das ich getan habe, macht auch keinen Unterschied bei dem, was ich jetzt tue. Ich selbst, Special Scheiß Agent Sandoval, ich bin persönlich dafür verantwortlich, dass Tonnen von Kokain auf der Straße landen. Und keinen kümmert es. Verrückt, oder? Stell dir vor, ein Agent der Antiterroreinheit legt eine Bombe auf amerikanischem Boden. Würde das jemanden kratzen? Was hält dich dabei, Karen? Du bist keiner dieser anzugtragenden Karrieretypen. Wenn du also an den Kampf für das Gute glaubst, dann solltest du dir bald eine echte Motivation suchen. Für dieses Spiel braucht man den richtigen Antrieb. Und was ist sein Antrieb? So, mein Bruder ist, ist gestorben an einer Überdosis und deswegen, ja, und deswegen, dürfen andere jetzt auch, also, hä? Was der da labert, hat überhaupt keinen Sinn gemacht. Na egal. Gut. Ja, die ist ein bisschen größer schon. Okay. Ja, das ist Gold. Zum Glück ist hier gerade keiner da. Ah, wahrscheinlich, weil alle rausgegangen sind. Nachschub. Bringt denen jetzt aber nichts mehr, weil wir die Hülle verschütten. Scheiße, hier bricht alles zusammen. Nichts wie raus hier, sofort. Scheiße. Da. Komm schon. Leute, komm schon. Drei, zwei, ein. Der hat sogar noch geschafft. Goldverstecke zerstört. Mission abgeschlossen. Krasser Scheiß. Das kannst du laut sagen. Gut, krasser Scheiß. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns das nächste Mal.